Servus Freunde, willkommen zurück bei der Shisha WG. Heute gibt es das nächste Somo Review. Heute geht es um den Wild Africa. Sollte euch das Ganze gefallen, lasst uns gerne einen Daumen nach oben, ein Abo da oder schickt das Video einmal an eure Shisha Freunde. Ansonsten jetzt viel Spaß beim Review. Da sind wir wieder mit dem Somo Wild Africa, eine weitere Somo-Sorte, bei uns natürlich im Funnel an. Speaking of Funnel, wir blenden euch direkt mal den Kopfbau ein, da seht ihr, wie das Ganze gebaut ist. Schön ausführlich diesmal der Kopfbau, denn wir haben auch noch ein Kopfbau-Tutorial zu dem Oblaco Funnel gedreht. Verlinken wir euch mal hier im Video, falls ihr da Bock drauf habt, schaut euch das auf jeden Fall mal an. Aber Schnitt und Feuchtigkeit geht klar, ein relativ feiner Schnitt, Feuchtigkeit perfekt, die Molasse aufgenommen. Das finde ich auf jeden Fall schon mal ziemlich nice. Da gibt es definitiv nichts zu meckern. Lässt sich auch sehr schön bauen in einem Funnel, also absolut top. Ja, Rauch sehen wir ja schon so ein bisschen nebenbei. Ich nehme auch noch mal ein paar Züge. Und dann kommen wir schon zum Geruch. Preislich 200 Gramm, 16,90 €, wie von Somo gewohnt. Was heute drin sein? Minze, Passionsfrucht und Zitrone. Ja, sag du mal was zum Geruch, ne? Also... irgendwie ist es ein bisschen komisch. Also für mich, die Zitronennote, ja, sie kommt durch. Also man hat auf jeden Fall eine Zitronennote am Start. Eine frische Minznote. Eher weniger. Also es riecht eher fruchtig, frisch. Aber Passionsfrucht, also irgendwie ist es eine Zitrone mit etwas dazu, was ich aber nicht wirklich als Passionsfrucht deklarieren würde. Also es ist eher so... ja, es ist noch was Fruchtiges drin, aber was genau, keine Ahnung. Also so Passionsfrucht weiß ich ja eigentlich, wie es schmeckt. Und das ist für mich eher nicht wirklich so eine Passionsfrucht. Das ist eher so was Fruchtiges, was Bäriges irgendwie. Bärig? Ja. Also bärig hätte ich auf keinen Fall gesagt, aber als ich dran gerochen habe, bevor ich wusste, was drin sein soll, ich habe mir den einfach mal mitgenommen, bin ich irgendwie so Richtung Ananas gegangen. Also es riecht sehr süß, sehr fruchtig. Minze rieche ich jetzt eigentlich kaum raus. Also nee, nicht mal, wie wir oft sagen, so eine fruchtige Minze. Aber das finde ich eigentlich gar nicht. Für mich riecht der einfach nur süß. Ja. Ja, und für mich eher so nach Ananas. Also Passionsfrucht, keine Ahnung. Vielleicht so eine übel künstliche, die so in den Eistees oder in so, wenn ihr so Nektar kauft. Also ne, in den Tetrapacks Fruchtnektar oder so. So vielleicht, aber... auf jeden Fall keine natürliche Passionsfrucht oder Mango, ist ja, ne? Passionsfrucht, Mango. Ne, also Minze, nein, Passionsfrucht irgendwie auch nicht. Für mich eher einfach so sehr süß, fruchtig, aber irgendwie eher so Richtung Ananas eigentlich. Sehr komisch auf jeden Fall vom Geruch. Ich mache direkt weiter mit dem Geschmack, da ist es bei mir sehr ähnlich. Also sehr undefinierbar der Geschmack, sehr süß, fruchtig, ja, aber... Minze auf jeden Fall nicht und ich könnte auch nichts Spezielles rausschmecken. Nee. Und weiß nicht, also mich holt der auf jeden Fall nicht so hart ab. Ich glaube, das wird auch meine letzte Dose vom Wild Africa gewesen sein. Ja, wie findest du den geschmacklich? Also beim Geschmack ist es eher so, es kann man rauchen. Also auf jeden Fall, wenn man mal eine Dose da hat, kann man sie auf jeden Fall verrauchen. Aber es ist nicht so, als würde ich jetzt ins Tabakregal greifen und sagen, ich will unbedingt den Wild Africa rauchen. Nee, dafür schmeckt er mir einfach nicht so. Ich meine, er ist weiterhin so ein bisschen säuerlich, süß, aber er holt mich einfach absolut nicht ab. Es ist nicht so, dass ich sagen würde, ja gut, der schmeckt auf jeden Fall lecker oder sonstiges, sondern ich würde auch sogar so weit gehen, dass ich dem jetzt direkt mal bei den Sternen nur so vielleicht 4 bis maximal 6, ja, sogar nicht mal 6, nee, sondern 6 eher so 4 bis 5 Sterne geben würde, weil... eine Dose würde mir reichen oder beziehungsweise sogar 2, 3, 4 Köpfe und danach hätte ich gesagt, ja, ist okay, war ein nettes Probieren, aber mehr auch nicht. Also es ist absolut nicht irgendwas, was ich auch zu Freunden sagen würde, ja, der schmeckt ganz gut, wenn ihr mal irgendwas ohne Minze haben wollt, weil Minze ist ja weiterhin nicht drin. Deswegen, ja, also wirklich begeistert bin ich nicht. Ist aber auch der erste Tabak von Somo, wo ich sage, holt mich nicht ab. Ja. Sehe ich ziemlich ähnlich, ne? Also mich holt der auf jeden Fall auch nicht ab. Ich werde mir den nach der Dose auch auf jeden Fall nicht nochmal kaufen. Da gibt es definitiv viel, viel geilere von Somo. Der Kiwi Lemon war zum Beispiel deutlich geiler. Obwohl Kiwi drin ist und ich das eigentlich nicht mag. Der Eukalyptus war einfach ein relativ besonderes Brett, was ich ziemlich geil fand. Den würde ich mir da auch schon eher holen.
Aber ich glaube, Wild Africa kommt nicht noch eine Dose nach Hause. Ich habe den auch mit ein paar Freunden geraucht und die haben den gefeiert. Ja, ich mag ihn allerdings gar nicht und deswegen würde ich ihm sogar fast nur 3 Sterne geben. Aber da jetzt Freunde sagen, ja, der ist gut, denke ich, können wir ruhig sagen, 4 Sterne für den Somo Wild Africa, oder? Ja, ich finde auch, der hat im Nachgeschmack so einen leicht tägen Nachgeschmack. Hm. Ja, aber, schon wenig. Aber es ist absolut nichts Ganzes, nichts Halbes, nichts Richtiges, weil es irgendwie immer ein bisschen anders schmeckt. Auf jeden Fall ist er nicht besonders lecker. Falls ihr den schon geraucht habt, schreibt gerne mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Ansonsten war es das mit dem Review zu unserem nächsten Somo. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne noch einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Review wieder. Bis dahin, macht's gut. Eure Shisha WG. Ciao.